Schön, dass Sie alle da sind. Heute zur Eröffnung der Jubiläumsattraktion Bavaria Filmstadt Atelier. So, die Ausstellung ist eröffnet. Viel Freude heute Abend. Für mich steht die Bavaria für 100 Jahre Mut, für Innovation, für Schöpfergeist. Sie alle sind und bleiben Hollywood im Geiselgasteig. 100 Jahre, da ist eine Menge passiert. Tausende von Dias. Was für Stars und wie viele großartige Menschen hier gearbeitet haben, das ist sehr faszinierend. Wir haben 1955 unseren ersten Film überhaupt in der Bavaria gedreht. Ja, ich habe immer gesagt, die Bavaria ist meine Mutter, meine Filmmutter. Und damit ist eigentlich alles gesagt, weil die Mutter liebt man ja. Es ist eine lange und gute Tradition. Und dass man so Teil davon ist, ist schon, ja, lässt einen Atem holen. Ich bin stolz, in dieser großen Familie ein Teil davon sein zu dürfen. Mir hat großen Spaß gemacht, dieses interaktive, diese Musikzeitreise da mit dem kleinen Wagen. Man denkt, er ist wie eine Geisterbahn, man fährt da durch, ist toll. Wir haben ein Modell von dem Orion-Raumschiff hier, das ist sehr einmalig. Oder ein Rolls-Royce vom Graf Josta. Interaktive Elemente, Filmdrehs, eine Augmented Reality-App, jeder wird sein Highlight finden. Dass das hier auch für den Cineasten super ist, dass der alles sehen kann, was er will, aber auch für die Familie. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, dass es jeden anspricht. Die Süddeutsche hat heute getitelt Rückblick nach vorn, als sie über unser Projekt geschrieben hat. Und das ist doch das tollste Motto, was man haben kann. Viel Geschichte, viel Tradition und jede Menge Ideen und Projekte, die nach vorne blicken.